Was für ein Drama hat sich diese Woche in Haiti abgespielt? Ein Präsident kaltblütig in seiner Residenz erschossen. Von einer 28-köpfigen Kommandotruppe ist die Rede. Zwei Politiker behaupten jetzt gleichzeitig, sie seien der rechtmäßige Premierminister. Die USA, um Intervention gebeten, lehnen ab. Und wie geht's den Menschen dort? Das fragen wir gleich eine Mitarbeiterin der Deutschen Welthungerhilfe. Aber zuvor gibt uns Thomas Aders noch mal einen kurzen Überblick. Überraschend schnell weist die haitianische Polizei einen Erfolg vor. Die ersten beiden mutmaßlichen Attentäter werden abgeführt. Fast alle Mitglieder der Kommandotruppe sind mittlerweile dingfest gemacht. Die meisten stammen offenbar aus Kolumbien. Zumindest das scheint sicher zu sein. Drei von ihnen sind erschossen worden, fünf sind weiter auf der Flucht. Die 20 anderen werden stolz von den Polizisten präsentiert. Auf die alles entscheidende Frage, wer hinter dem Attentat steckt, haben die Ermittler aber keine Antwort. Die Männer waren militärisch geschult und zudem hochgerüstet. Dass die schlecht ausgebildete, extrem unterbesetzte und als korrupt geltende Polizei solche Profis innerhalb weniger Stunden überwältigt hat, fällt vielen Beobachtern schwer zu glauben. Das Rätselraten hat begonnen. Dass eine ausländische Regierung hinter der Ermordung steckt, scheint unwahrscheinlich zu sein. Eher stammen die Auftraggeber aus Haiti selbst. Könnte sich um einen Putsch gehandelt haben. In jedem Fall ist zwischen Interimsministerpräsident Claude Joseph und seinem Konkurrenten Ariel Henry ein Machtkampf entbrannt. Selbst die Reichen auf ihren Luxusanwesen hatten sich mit dem äußerst unbeliebten Präsidenten überworfen. Viele halten es für möglich, dass die Oligarchen den Mord in Auftrag gegeben haben. Den Ermordeten werden zudem enge Kontakte zu kriminellen Banden nachgesagt. Hier einer ihrer Chefs, Kampfname Barbecue. Hat Moïse es mit seiner Korruption zu weit getrieben und hat die Unterwelt sich nun gerächt? Vielleicht haben sich auch schlicht und einfach aufgebrachte Haitianer aus Angst vor einer neuen Diktatur zu dem Mord entschlossen. Das Land verarmt zusehends und die grassierende Gewalt stiehlt den meisten jede Hoffnung auf Verbesserung. Geradezu schamlos soll Präsident Jovenel Moïse sich bereichert haben. Seine Frau Martine, die bei dem Überfall ebenfalls verletzt wurde, schildert das Attentat. Plötzlich stürmten Söldner in unser Haus, sagt die First Lady Haitis auf Twitter. Sie haben Kugeln auf meinen Mann abgefeuert. Ich wusste, dass das Ende unseres politischen Lebens war und dass unser physisches Leben nicht mehr in unseren Händen lag. Meine Kinder und ich haben geweint und geschrien. Dieses Handyvideo wurde in der Nachbarschaft des Präsidentenhauses aufgenommen, genau um 19 Uhr Ortszeit, als die Schüsse fielen. Ein Mord, der das ohnehin vor dem Abgrund stehende Haiti noch instabiler macht. Und mit der Frau, die dieses Handyvideo gedreht hat, bin ich jetzt verbunden. Johanna Maas arbeitet für die Welthungerhilfe in Port-au-Prince. Guten Abend dorthin. Frau Maas, wie haben Sie denn den Mittwoch und die letzten Tage vor Ort erlebt? Sie haben ja geistesgegenwärtig auf Record gedrückt auf Ihrem Handy. Ja, man ist natürlich in der Situation extrem verunsichert, man ist extrem angespannt, wie das ganze Land, was am Mittwoch ja in Schockzustand aufgewacht ist und auch immer noch in der Schockstarre sich befindet. Und man schaltet aber auch ja persönlich auf Autopilot dann irgendwann. Man versucht, der Situation pragmatisch zu agieren und ja, auch diesen Informationsfluss, der da auf einen einprasselt, auch zu navigieren. Und ja, die Situation bleibt angespannt. Was hören Sie denn zu den Hintergründen des Attentats? Oder ist auch für Sie nach wie vor alles unklar? Ja, zu den Hintergründen natürlich durch dieses politische Vakuum, was sich da jetzt gebildet hat, hat das auch viel Raum eröffnet für jegliche Theorien, auch Verschwörungstheorien, die hier in Haiti die Runden machen. Aber wir haben tatsächlich noch keine ausreichende Beweislage und wir wissen auch noch einfach noch nicht genug dafür, um da irgendwelche Schlussfolgerungen zu treffen und uns dazu zu äußern. Das Land Haiti hat ja eine lange, traurige Geschichte. Besatzung durch die USA, die Diktatur unter Papa Doc, später ein Putsch gegen den ersten gewählten Präsidenten, dann das verheerende Erdbeben 2010 und andauernde politische Instabilität. Wie steht es denn um die Einwohner jetzt? Ja, die haitianische Bevölkerung ist zum Großteil befindet sich in einer Notlage, schon seit vielen Jahren, wie Sie gerade schon gesagt haben, durch die politische Instabilität. 60% der Bevölkerung leidet unter Armut und die neuesten Zahlen von UNICEF sagen auch, dass
zum Beispiel 86.000 Kinder unter 5 Jahren sehr bedroht von Unterernährung sind. Das heißt, das haitianische Volk ist sehr auf humanitäre Hilfe angewiesen. Hinzu kommen natürlich die Folgen des Klimawandels, die das Land sehr betreffen. Und wir befinden uns in einer globalen Pandemie, die hier auch gerade in der zweiten Welle ist im Land und natürlich die Situation noch verschlechtert. Journalisten vor Ort befürchten ja, dass es angesichts der Not und der Wut in der Bevölkerung möglicherweise auch wieder zu heftigeren Ausschreitungen kommen könnte. Sehen Sie das ähnlich? Ja, diese Informationen erreichen uns natürlich auch, beziehungsweise Gerüchte. Es ist wie immer in Haiti, man kann eigentlich nicht wirklich sagen, was passieren wird. Es kann alles passieren oder nichts so ungefähr. Es ist sehr, sehr unvorhersehbar. Daher bleiben wir vorbereitet oder warten auf neue Informationen und gehen dann dementsprechend damit um. Und im Moment verlassen Sie aus Sicherheitsgründen Ihr Haus gar nicht? Genau, wir sind im Moment zu Hause, seit Mittwoch früh, seit wir davon erfahren haben, von diesem Angriff. Und jeder versucht sich an einem sicheren Ort zu befinden und dort zu bleiben. Vielen Dank, Johanna Maas, und alles Gute nach Port-au-Prince. Danke. Und das Internet ist natürlich auch nicht stabil in Haiti. Deshalb haben wir das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet.